Damit herzlich willkommen hier bei mir, beim Opa Gamer mit einer weiteren Folge Bausimulator. Ja, wir hängen ja immer noch in dem Graben fest und da habe ich tatsächlich jetzt nochmal, ich weiß gar nicht wie lange, gebaggert. 2 Tankfüllungen, glaube ich. Moment, ich muss noch starten. Wir haben es geschafft. Und auch ein Dank, herzlichen Dank nochmal an die Kommentare. Das war sehr hilfreich. Ich war mir nicht mehr sicher, ist das richtig, was ich hier mache oder nicht. Es war schon richtig. Es ist halt eine Menge Arbeit. Ich habe ja natürlich auch auf schwer stehen, also Aufwand hoch. Und ihr seht, ich habe den Graben jetzt zu 99% ausgehoben. Ist das nicht schön? Ja, es ist. Es ist schön. Es ist nicht schön. So, wir machen nochmal Licht an, dass wir was sehen. Es wird hoffentlich jetzt bald wieder hell. Und nochmal kurz an die Steuerung gewöhnen. Ja, der ist eigentlich voll, aber gut. Ja, ich habe auch einige Karren weggefahren. Also, ich schätze mal so 40.000, 50.000 habe ich da gut gemacht. Das Geld spielt zwar jetzt hier nicht so wirklich eine Rolle, weil wenn man die Aufträge hier auf hoch abwickelt, da gibt es ja richtig viel Geld. Also. So, jetzt schauen wir mal, ob wir die 100% voll bekommen. Aber es ist trotz allem eine Menge Arbeit, ne? Also, einige haben geschrieben, oder was heißt einige? Einer hat geschrieben, dass es mit dem Radlader geht. Habe ich auch probiert. Auf der anderen Seite. Aber es ist auch schwierig. Natürlich ist es. Wäre ja auch zu einfach, wenn es einfach wäre. So, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben die 100% voll. Und ja, Baustelle räumen, ist klar. Vince läuft noch drum. Habe ich den Radlader schon zurückgegeben? Habe ich den Radlader? Ganz kurz, ich muss mal ganz gucken, ob ich den Radlader schon weggegeben habe wieder. Nee, wo ist denn der? Komm, ich gebe den mal zurück, der kostet ja jetzt unnötig Geld. Wo habe ich denn den stehen gehabt? Weiß ich gar nicht. Irgendwo im Dunkeln hier, egal. So, den LKW geben wir noch nicht ab, den fahren wir noch weg. Natürlich nehme ich euch nicht mit. Es ist ja nicht, ist ja keinem zuzumuten, hier so lange mit mir herumzufahren. Schon gar nicht wie bei meiner Fahrweise, ne? Muss mal gucken, ob ich hier rauskomme. Ja, das sind so die Kleinigkeiten. Das ist das Ding fast leer. Okay, ich habe mich festgekrallt. Ausnahmsweise mal, komm. Dumm Zeug. Ja, das passiert gelegentlich. Wenn da irgendwelche Scheinwerfer stehen oder irgendwas, dann verhakt man sich sehr gerne. Passiert mir auch dauernd, dass ich das Ding zurücksetze, obwohl ich das gar nicht will. Alles so Kleinigkeiten, weil ich zu hektisch bin. So, jetzt fahren wir den leeren, geben den direkt zurück. Oder springe noch in unseren Bagger. Den Bagger habe ich gleich gekauft. Ich weiß schon gar nicht mehr. Wenn ich mein Geld so angucke, habe ich irgendwas gekauft, ja. Es gibt leider nicht so viel, weil ich die Hälfte ausgekippt habe, weil ich hängen geblieben bin. Aber es gab immer so 6.000, 5.000, 6.000, einmal sogar 7.000. 6.000 trotzdem noch. Und das mal, ich glaube, 8 oder so. Es waren also schätzungsweise 50.000 fast, die wir gut gemacht haben hier jetzt. So. Jetzt haben wir hier auch nicht unbedingt einen Händler in der Nähe. Deshalb mache ich jetzt Folgendes. Ich gehe einsteige. Ich steige jetzt in den Bagger und gebe den LKW zurück. Ist nicht ganz realistisch, weil ich spiele normalerweise nicht so. Aber dieser Abschnitt, der hat doch sehr viel Zeit und Mühen gekostet. Und deshalb mache ich jetzt erstmal das. Ich gebe den jetzt auch zurück. Natürlich muss ich die Miete jetzt abziehen von dem, was ich hier gut gemacht habe. Ne?
Aber trotzdem, unterm Strich habe ich da mindestens 40.000 verdient. Und es hat Spaß gemacht. Die Fahrerei, ich habe nicht alle gefahren. Ja, ich habe auch manche Schnellreise gemacht. Hat auch wieder Geld gekostet. So, aber der Bagger, der gehört mir. Und den muss ich jetzt hier wegfahren. Machen wir erstmal zu. Und dann gucken wir mal, kommen wir hier raus. Oh, ach, ich fahre rückwärts. Okay, stehe falsch rum. Dann räumen wir mal die Baustelle. Okay. So, und dann gucken wir mal, was wir gearbeitet haben hier. Muss niesen. Entschuldigung. Es ging so schnell, ich konnte den Ton nicht wegschalten. So, ja, so sieht das jetzt aus, wenn er fertig ist. War eine Heidenarbeit, aber das habt ihr auch geschrieben, das ist so. Und mit dem Radlader, okay, ihr könnt es hier mit dem Radlader reinfahren, schon eine Rampe bauen. Two. Kann passieren, dass das noch fünfmal passiert jetzt. Ich weiß nicht, manchmal habe ich so einen Anfall. Niesanfall. Aber den hier muss ich jetzt trotzdem hier wegnehmen, denn ich muss jetzt Material anliefern. Und der hat sich irgendwie zurückgesetzt, warum auch immer. Ja, den werde ich aber jetzt nicht einfach so einlagern. Jetzt fange ich langsam wieder an. Warum dreht er sich? Gut, ich stelle den mal hier hin, also mal weg. Aber ich muss jetzt in meinen LKW einsteigen, weil da komme ich ja jetzt von hier aus ganz schlecht hin, ne? Der steht am Baumarkt, obwohl das ist gar nicht so weit, ne? Das ist hier rüber. Kann man machen ein bisschen trim dich fit für die Welt. Denn mein Ziel ist es jetzt, alle Güter gleichzeitig mit rüber zu holen. Und das werden wir auch tun. Gekauft habe ich, glaube ich, da schon alles. Ja, da sieht man ja mein LKW, da steht die ganze Ware. Oh. Ich möchte aber noch nicht abstürzen. Ich glaube zwar kaum, dass man hier Fallschaden bekommt. Ich weiß nur nicht, ob ich hier drüber komme. Ne, da komme ich nicht drüber. Das ist ja super. Kann ich drüber springen? Ja, das war keine so gute Idee, muss ich feststellen. Opa, was hast du wieder getan? Stehst du hier vor der Wand und kommst nicht weiter. Ah, kannst du von hier aus vielleicht drüber hüpfen? Oh ja, gut. Okay, so, gekauft hatte ich, glaube ich, schon alles, ne? Was ich jetzt hier so sehe, sieht das tatsächlich so aus. Guck dir das an. Das alles hier drauf bekomme, weiß ich noch nicht. Werden wir gleich sehen. Ja, ich hatte schon angefangen zu laden. Oh mein Gott. Jetzt wäre es natürlich wichtig, das erste Mal zumindest mal das zu holen, was wir brauchen, ne? Was haben wir denn hier aufgeladen? Das sieht mir nach Holzbalken aus. Materialien, Holzbalken, Palette Holz. Zweimal, einmal Holzbalken. Einmal Stahlträger. So, zweimal Palette Holz, einmal Holzbalken. Ah, das sind das da hinten, die Holzbalken. Die sehen nämlich anders aus, wie es aussieht. Wäre ja wichtig, dass ich die auf jeden Fall schon mal zuerst mitnehme. Ja, und das hier lasse ich mir nicht nehmen. Das Aufladen und Abladen mit dem Kran, das wird auf jeden Fall noch eine große Rolle spielen hier bei meinem Spiel. Aua. Wenn ich jetzt wüsste, ich muss jetzt so laden, ich versuche tatsächlich alles raufzubekommen, ne? Das vom Gewicht her logisch ist, weiß ich noch nicht. Weil ich habe keine Angabe. So.
kann ich hier drauf stellen. Das sind noch zweimal die gleichen. Das heißt, das sind dann die Holzbretter. Holzbalken liegen noch da hinten. Dann machen wir erst die Sachen drauf, die drauf passen und dann die man auch aufeinander stapeln kann eventuell. Und zum Schluss dann die Sachen, die wir als erstes brauchen, weil sonst habe ich ja, muss ich wieder alles abladen. Das will ich eigentlich vermeiden. Weil wir müssen jetzt erst alles aufbauen und mal gucken, ob ich die ja auch drauf bekomme. Das wäre ja auch noch so eine Idee. Sieht nicht so aus, ne? Nehmen an, auch nicht. Ah, okay. Aber dann laden wir die in einer Reihe. Lade Logistik hoch 3. Ja, anders geht's leider nicht. Die nehmen sehr viel Platz weg. Ja, da ist noch so ein Ding. Egal, komm, dann nehmen wir den zuerst. Platz ist wahrscheinlich gleich. Aber ich glaube nicht, dass ich hier alles... Wenn ich die nicht stapeln kann, dann geht das mit Sicherheit nicht. Die passen auch nicht zufällig hier drauf. Nee. Dann kann ich nur hoffen, dass ich das ganze andere Zeug dann nebendran verteilen kann. So, weiter raus geht nicht. Nee. Alles klar. Holzbalken. Wie gesagt, will ich am Schluss. Die Stahlträger auch am Schluss. Und dann machen wir das hier mal so halbwegs. Halbwegs sinnvoll. Nur, ach, Kamera, ja. Ja, Kameraführung ist schon gewöhnungsbedürftig. Aber man hat sich irgendwas dabei gedacht, ne? Und es ist, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann geht's. So, als wäre es gut, wenn der Klotz hier noch vorn dran passen würde. Was ich jetzt noch nicht probiert habe, ob ich die hätte können auf die Holz- oder Stahlträger obendrauf hätte stellen können, aber okay. Langsam, Papa, langsam. Geht der noch dahin? Nein, der geht gar nicht mehr drauf. Oh, habe ich schlecht geladen, ne? Mist. Muss ich wegen dem Ding noch mal extra fahren. Gut, dann schauen wir mal, ob wir die Kabeltrommeln da noch irgendwo reinbekommen. Also die Kamera, bleib stehen. Die Stahlträger und die Holzbalken, die liegen noch da. Die mache ich am Schluss drauf. Die kann ich mit Sicherheit aufeinander legen. Opa. Wo bleibt dein logistisches Verständnis? Das ist dahin. Wohin auch immer. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt die Sachen, die so kurz sind, ganz da vorne hinlegt. Aber so ein kleiner Pack passt auf jeden Fall noch dazwischen. Und dann ist das einfacher mit dem Kran. So, dann nehmen wir das Holz, versuchen das jetzt auf das Stahl draufzusetzen. Auf die Träger. Falsch rum. Was geht? Ja, es geht. Sehr gut. Das ist gut. So.
rüber und runter. Okay, dann hätten wir das schon mal. Ja, dass ich die eine Trommel da jetzt nicht mitbekomme, das ärgert mich schon ein wenig. So, im Prinzip hätten wir jetzt zumindest alles da, was wir brauchen für die nächsten Schritte. Ja, dass diese Abwasserkanäle hier so viel Platz brauchen, als hier geht sowieso nicht mehr. Nee. Nee. Da vorne wird nur einer hinpassen. Vielleicht kann ich den anderen darauf stellen. Wäre noch ein Versuch wert, wie die Kisten aussehen, die Paletten, die Körbe hier, die Lade, was auch immer. Kann man die stapeln? Ah, Opa. Und wie es aussieht, ja, geht zwar ganz schön hoch, aber macht nichts. So, muss ich mal gucken, was habe ich denn jetzt hier noch? Da gehen noch zwei, drei Sachen hintereinander. Ja, ich muss eh noch einmal fahren. Ich kann jetzt mal gucken, was die nächsten Schritte wären. Materialanlieferung. Das ist Holz, Holzbalken, Stahlträger. Kanalarbeiten. Ja, da brauchen wir natürlich sofort die Schachtdinger, ne? Habe ich mir ja schon fast so gedacht. Das heißt, die Kabelstränge, die Kabelleitungen hätten wir, können ganz am Schluss mitnehmen. Aber es ging ja nicht. Ich kann ja eh nicht alle auf einmal mitnehmen. Die konnte ich nicht stapeln. Dann nehmen wir die Rohre noch mit und den Rest später. Ja. Das wird jetzt sowieso etwas schwierig. Ich habe nämlich hier, glaube ich, ein Problem gleich. Kann ich den da auch noch oben draufsetzen? Tatsache. Theoretisch ja, mache ich aber jetzt nicht. Das mit dem Hochbauen da vorne war ganz schlecht. Ich will es nicht übertreiben mit dem Hochbau, ne? Das passiert mir immer wieder mit dem Ja, es ist nämlich genau das Problem, dass ich vorne zu hoch gebaut habe. Jetzt kommt der Kran da nicht mehr rüber. Das heißt, ich muss den ganz hoch fahren, damit ich mit dem besten nicht alle hingucken. Opa ist wieder am Rumeiern. Okay, so, dann nehmen wir die anderen Rohre auch noch mit, weil die brauchen wir, glaube ich, auch relativ früh. Ja, da muss man auch drauf achten, was man zuerst braucht, ne? Ah, die lässt er nicht zu, ne? Aufeinandersetzen. Ja. Wäre auch, glaube ich, nicht so ganz logisch. Aber gut. Ich würde sagen, mit dem Zeug fahren wir jetzt nach Hause. Den Rest kriegen wir. Muss eh noch einmal fahren. Sitzt nix. Opa, Opa. Was hast du getan? Oh Mann.
Ja, weil ich Schafhorni viel zu früh zu hoch gesetzt habe. Also Konzentration ist gleich 0. Muss ich die jetzt hier oben drauf setzen? Das passt mir eigentlich nicht, ne? Aber ja, ist ja gut. Okay. So, die Arbeit machen wir dann noch so, dass ja, das war, also ladetechnisch war das hier eine Katastrophe. Einfach nur mal ganz einfach festgestellt, ne? Guckt ihr das an. Katastrophe. Okay. Macht nichts. Einsicht ist der beste Weg. So, wo müssen wir hin? Ist ja gar nicht so weit, ne? Da fahren wir da gerade gemeinsam hin. Das ist ja kein Problem. So, wir haben die Stahlträger, wir haben die Balken und haben das Holz. Das ist doch okay. Boah. Weißt du? Ach, typisch ich. Aber ich sollte mich nicht aufregen. Ich weiß ja, dass es so ist. Keiner weiß nur, warum es so ist. Aber es ist so. Ich fahre trotzdem in der Innenperspektive. Gut. Okay. Keine Panik. Entschuldigung. Auf geht's. Durchfahren vorne. Alles im Blick. Okay. So. Wenn ich es jetzt so hier hinstellen, sollten wir das eigentlich dahin bekommen, ne? Das geht schon mal. Da hinten ist normal der Anlieferplatz, aber ich werde jetzt natürlich als allererstes diese Kabeltrommeln darunter nehmen. War mir jetzt zu viel Arbeit, das alles wieder umzuladen, aber na, so. Nein. So, mal gucken, wo die hinkommen. Ich weiß nicht, ob ich die einfach so hier hinsetzen kann. Normalerweise doch, ne? Ja. Ja, abladen muss ich so oder so. Aber ich kann ja zumindest das Zeug, ja, das Zeug, was ich jetzt verbauen kann, wie die Holzbalken und die Eisenträger, die ich natürlich jetzt zubauen musste, weil ich so seltsam hier gearbeitet habe. Man möge mir verzeihen. Aber ich möchte ja auch ein wenig zur Heiterkeit hier beitragen, ne? Lustig, lustig, Opa, lustig. So, sind das hier die Balken? Ich hoffe doch. Ja, sieht gut aus.
Kamera ist jetzt etwas ungünstig. Zeng. So, dann haben wir Metall. Da fehlt doch noch irgendwas, fehlt auch da. Mal gucken. Das sind die Träger. Und was ist das noch? Ach, eine Palette Holz. Ah ja, okay. Die haben wir ja dabei. Haben wir die dabei? Sind das da vorne die? Ja, Kamera, hallo. Sind ja auch zwei Paletten Holz, ne? Sollte man sehen. Kamera wieder etwas ungünstig. Na gut. Ja, man auf die Länge den Hauptarm bewegt und dann. Geht zügig voran, ne? Aber es geht, es geht, es geht, es geht. So, zack. Baumaterialien auspacken. Gut. Dann lassen wir das hier mal so hängen. Wenn der Kran nicht so belastet ist, legen wir ihn hier auf. Freut sich der. Ja, wer auch immer. Gut, dann pack mal. Ey, sieh dir das mal an. Was hat das jetzt gegeben? Ich habe jetzt 800.000. Boah, was hat denn das? 483.000. Ullig. 4.000 XP. Da hat sich das Baggern doch irgendwie gelohnt, ne? Aha, hier kommen jetzt die ganzen Teile hin. Das sieht ja super aus hier. Doch mal angucken, die Zeit nehme ich mir jetzt. Ist das hier Schalung? Ach ja, die Bretter waren für die Schalung. Jetzt habe ich es verstanden. Da muss da mit Sicherheit nachher noch eine ganze Menge Beton rein. Beton, Beton, wie auch immer. Ne, die sind schon betoniert. Hm? Na, mal gucken. Kommt, irgendwas kommt noch. So, hier müssen jetzt die ganzen Rohre, die ganzen Schächte hin. Schachtteile. Rohre. Okay, und da vorne. Ja, ist ja kein Problem. Ist ja nicht so weit zu fahren. Auch Rohre. Palette PVC-Rohre und dann die Kanaldinger, ne? Ja, die Rohre haben wir hier. Dann nehmen wir das hier zuerst. Ja, laden wir jetzt noch ab, so viel Zeit ist. Man muss ja nicht immer so genau auf die halbe Stunde gehen, habe ich mir sagen lassen.
laden das hier noch alles ab, fahre noch zum Händler. Dann switche ich in die nächste Folge. Mach keinen Stress, du hast Zeit. Ich weiß, Zeit ist Geld in dem Job, in jedem Job. Fast jedem Job. So. Kabeltrommel, ja, die wird, ich weiß nicht, wo wir die nachher brauchen. Ich lasse die mal hier stehen. So, und die Dinger, die werden wir jetzt da hinten nur abladen. Eine schöne Hupe, die hätte ich gerne in meinem Auto. Jetzt schon wie so ein der Beginn eines Marsches. So, die Zeit nehme ich mir jetzt auch. Ab und zu sollten wir das mal tun, dass wir es nicht verlernen. Ne? Prima. So, mal gucken, wie wir da hinten hinkommen, ohne dass wir hängen bleiben irgendwo. Der Kamera ist das schwierig, aber hier sollte man das eigentlich sehen, ne? Hier sollte ich eigentlich vorbeikommen. So, dann laden wir hier, bleiben wir stehen. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Sieht sehr gut aus. Ja, falls der eine oder andere feststellt, dass ich hier etwas umständlich arbeite, das ist halt so. Da gibt es bestimmt Spezies, die das deutlich schneller und effektiver hinbekommen. Aber jetzt sag mal, bin ich wirklich so weit weg hier von den Dingern? Das war aber jetzt nicht geplant. Naja. Na, der Kran schafft das aber locker. Ach, die sind dann nicht mal gleich, die Dinger. Doch, wollte gerade sagen, das war ja wohl etwas seltsam. Wenn wir schon so lange draußen haben, dann lassen wir es mal eben dabei und nehmen erst die hinteren. Jawohl. Ah, Kamera, komm. Ja, wegen dem einen Teil da muss ich jetzt noch mal rüber, aber gut, es liegt ja noch mehr da. Bringen wir jetzt den Rest mit und dann ist das gut. Aber das hier laden wir jetzt noch ab. Doch schön, ne? Wunderbar. Ja, passt. Ja, wenn der richtig lang ausgefahren ist, dann schwenkt der natürlich extrem schnell. Ne? Gut. Da müssen noch Rohre hin und Zeugs, aber wir fahren jetzt eh alles holen. Na?
Jawohl. Kanalbauteil, ah, da fehlt eh noch mehr. Da fehlt noch was, ne? Da ist noch nicht ganz drin, das Ding. Ja. War's das? Ne, jetzt habe ich wieder hochgefahren. Alles runter, jetzt geht's. Ha? Ja. So, wieder in die Innenansicht. Da gucken wir mal, dass wir hier rauskommen. Der Weg wird mir ja schon gezeigt. Muss halt immer noch aufpassen, dass man nirgendwo hängen bleibt, sonst kann es passieren, dass man durch die Gegend fliegt. Ne? Ja. Oh ja, oh, 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 oh. Komm, du schaffst das. So, Baumarkt, ja. Wir haben es geschafft. Ich will gar nicht gucken, wo ich hängen geblieben bin. Baumarkt ist eigentlich falsch, das ist Baustoffhandel. Das ist, glaube ich, schon etwas größer oder spezieller als ein Baumarkt. So, Sonne steht schon wieder sehr tief und das heißt, es wird bald wieder dunkel. Aber ich denke, den Rest machen wir jetzt in der nächsten Folge. Sonst wird es doch etwas zu lang und wenn es zu lang ist, wird es auch vom Zugucken her etwas schwierig. Ne? Denn ich glaube, hier ist jetzt ein recht guter Break. Boah, schiebt der über die Vorderachse. Der lenkt nicht ein. Warum lenkt der nicht ein? Ja, okay. Lenkt doch ein, aber schwierig. So. Dann herzlichen Dank fürs Zuhören. Und gerne wieder ein Kommentar, lese ich sehr gerne und ich richte mich auch danach, wenn es zu meinem Spielprofil passt, aber wenn ich das sowas überhaupt habe, keine Ahnung. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zugucken und bedanke mich auch für die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Würde mich freuen. Bis dann, euer Opa Gamer. Ciao.